Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Seasons After Fall. Wir hatten jetzt den zweiten Altar fertig und sind jetzt auf dem Weg zum... Ja, mich stört es ein bisschen, dass ich hier die beiden Erinnerungen nicht habe, aber ich habe jetzt auch keine Lust mehr, wirklich danach zu suchen. Ich habe gesehen, nämlich so nebenbei, dass die... Liebe Trachmani, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, das auch Let's Played hat und ich glaube, sie ist so jemand, der definitiv alles findet und vielleicht könnt ihr ja bei ihr mal reinschauen, sie hat mit Sicherheit diese Erinnerungen gefunden. So, ich mache jetzt hier erstmal oben mit dem Baum, der kann ja nur oben gewesen sein. Was uns da erwartet, weil unten bei dem Kranich, sag ich mal, weiß ich überhaupt nicht, was uns da erwartet. Okay, ist nicht schlimm, wir können unten durch. Mein Hund hat gerade gefressen, hat sich gerade gedreht, er ist bereit. Zum Haier machen. Ach, ich hätte oben lang gemusst. Ach, mein Gott. Sowas stört mich dann doch immer ein bisschen. Ich dachte, ich... Ach ja, genau. Hier, ach, ne. Vor ein paar Folgen habe ich den Fehler schon mal gemacht. Genau so. Wir müssen auf einen Baum achten. Der, ja, in der Luft hängt. Ich weiß nicht, ich mag den Herbst irgendwie lieber. Upsala. Ja, aber so komme ich da auch nicht rauf. Na, das war knapp. Aber dennoch geschafft. Okay, da gehen wir wieder unten durch. Gar kein Problem. Mhm. Doch weiter weg, als ich dachte. Da, hier muss ich, glaube ich, einmal komplett durch. Viele Lilien, ja. Gipfel. Da ist der erste Baum. Okay, wie kriege ich das hin? Den kann ich steigen und ich soll Frühling machen. Aha, wir schweben. Da soll ich Winter machen. Okay, ich hätte gedacht, dass wir doch... Dann bin ich an drei Bäumen vorbeigegangen. Okay, er schwebt hier so hoch.
Da. Herbst. Wunderbar. Hier sollen wir wieder Frühling machen. Okay, ich kann nicht sehen, wohin der mit uns schwebt. Und hier kommen wir nicht rauf. Okay, weiter gucken. Ah, ein Tannenzapfen. Genau, flieg mal. Genau, du musst nach unten. Glaube ich zumindest. Mal Herbst machen. Dann ist der da oben. Jetzt weiß ich gar nicht. Dich brauche ich nicht. Ich weiß aber... Geht der Zapfen denn jetzt kaputt? Ich glaube, der geht kaputt, wenn ich jetzt irgendwas anderes mache. So, zack, so. Dann kann ich hier rüber. Frühling? Nee, dann Sommer. Dann gießen. Da müssen wir den wahrscheinlich gießen. Weil ich habe nämlich die Vermutung, dass da ein Baum rauswächst. Jawohl. Hatte ich recht. Wow. So, ich denke mal, ich muss hier rüber. Dankeschön fürs Mitnehmen. Hier. Huch. Anna, hier ist. Ach nee, hier ist die Erinnerung, die ich mal hatte. Ja, ich habe ja eine gefunden. Wie gesagt, guckt bei Tratschmani. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Eine wunderbare Let's Playerin. Und ich weiß zu 100%, dass sie dieses Spiel auch Let's Played hat. Und ja. Da werdet ihr mit Sicherheit fündig, was die Erinnerungen angeht. Ach, hey, wo soll das denn? Ach, ja, da. Mhm. Okay. Da kommen wir wieder ganz woanders hin, wie ich sehe. Also nach unten. Nee. Anderes unten. Ach, fuck, Mann. Anderes unten. Ach, jetzt ist er schon wieder vorbeigeflogen hier.
Der Wald wird schon ganz bekloppt, wie wir hier die Jahreszeiten ändern. Jetzt komme ich da gar nicht mehr hin, oder was? Ne, doch, geht doch. Da auch nicht. Dann bleibt ja nur noch ganz. Da oben, ganz oben ist ja auch noch was. Aber ich glaube nicht, dass der da hinfliegt. Nee. Der nimmt mich ja auf eine ganz andere Reise. Mit. Nee. Nee. Wo ist das? Hier ist es auch nicht. Wo kann das denn sein? Ach je, wo könnte das denn sein? Das war an so einem Ende, das weiß ich. Ich gehe jetzt einfach mal ein Stück zurück. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Da war es auf jeden Fall nicht. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Da hinten habe ich nämlich nachgeguckt und da komme ich sonst nirgendwo anders hin. Dann gehe ich jetzt einfach mal zurück. Aha. Da ist es. Und weg sind wir. Das, der Dingens. Der Altar. Da brauche ich nur zwei? Das ist ja interessant. Da geht eine Verbindung hoch. Nee, runter geht die Verbindung. Also die Verbindung geht zwar hoch, aber sie führt nach unten. Ich gehe jetzt auch mal nach ganz unten. Da ist nichts. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Die sind ja bekanntlich oben, die Dinger. Uchala. Okay, da kann ich zum ganz zum Schluss reingehen. Gut, machen wir mal Herbst, damit die Pilze wachsen und sprießen. Upsala. Wieso gibt es die Möglichkeit? Es muss ja irgendwie, warum gibt es die Möglichkeit überhaupt?
Jetzt einfach mal nach ganz unten. Boah, ich kann aber noch mächtig nach unten gehen, ey. Hier ist nirgendwo was. So, jetzt bin ich ganz unten. Hier ist nirgendwo was. Na, ganz unten bin ich nicht, aber ich glaube nicht, dass es noch weiter unten ist. Da bin ich jetzt sicher. Dann gehen wir jetzt einfach mal wieder nach oben. Ich habe ja jetzt hier weit und breit nichts gefunden. Na, da komme ich gar nicht so. Muss ich hier auf den Stein warten. Der setzt mich jetzt oben wieder ab. Der bringt mich jetzt auch wieder einen höher. Da oben ist einer. Wo ist der andere? Da. Okay, ich hätte es viel einfacher haben können. Es tut mir leid. Versammeln sich die Hüter, um das Ritual der Jahreszeiten durchzuführen. So geht die Erziehung der Knospe zu Ende und sie kann sich alleine fortentwickeln. Ich find's. Aber unsere Knospe konnte das nicht verstehen. Sie hat Angst bekommen. Vielleicht glaubte sie, dass sie verschwinden würde, dass wir sie im Stich lassen würden. Dabei wollten wir es ihr doch nur ermöglichen, über sich hinauszuwachsen. Wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Da auch nicht. Muss wahrscheinlich erst mal wieder nach ganz unten kommen, ne? Also ein Rückding habe ich jetzt nicht gefunden. Nö, da auch nicht. Jetzt müssten wir unten, oder? Na gut, es kann noch. Spring auf den Stein, wenn du ins Heiligtum zurückkehren willst. Ach, das ist ja praktisch. Hätte ich das jetzt mal eher gewusst, ne? Bei den anderen Steinen, dann wäre ich da ja sofort hingegangen.
So, wir haben noch ein. Das heißt, wir müssen nach unten. Und uns fehlen 3 Erinnerungen. Es tut mir wirklich leid. Und wir müssen nach unten, unten bleiben. Genau. Ah, der Teich. Was ist das denn? Was? Ich hab nur 3. Ne, ich hab alle 4. Okay. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre der See. Der See war einfach mal weg. War nicht schlecht. Vier Hüter sind im Heiligtum versammelt. Alles ist bereit für das Ritual. Komm zu uns, Fuchs. Das musst du dir mit eigenen Augen ansehen. Ja. Ich hoffe, ich komme da ganz schnell hin. Ach nee. Das dann jetzt hier unter Wasser? Wie soll ich denn da hoch? Ach so, so. Klärchen. Ernsthaft? Da komme ich auf die Seite hin. Was soll ich hier machen? Kann ich hier irgendwas tun? Keine Ahnung. Ich nehme einfach den anderen Weg. Ich will ja hier eigentlich raus auch, ne? Ach, vielleicht komme ich da zum Heiligtum. Zum Dingenstein. Jo. 100 Grad. Gebrummelt. Jetzt gehe ich ja doch wieder tiefer rein. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Meine Hoffnung ist ja vielmehr, dass es wahrscheinlich einfacher ist, wenn ich hier zum, wenn ich hier zum Stein komme. Was ist denn los mit mir? Habe ich mir das Laufen gespart?
Aber ich scheine irgendwie immer weiter reinzugehen als alles andere. Ich weiß nicht, was das für ein Teil ist und was es macht, aber ich habe es gefunden. Es ist meins. Aber da ist der Stein. Ich habe keine Ahnung, was das Ding ist. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Müsste ja jetzt dann auch Ende sein. Da bist du ja, Fuchs. Noch einmal danke für alles, was du getan hast. Kranich? Aal? Zikade? Möge das Ritual beginnen. Es erinnert mich irgendwie ein bisschen an so eine Art Schmetterlingskokon. Sieht aus wie eine Feder. Was wäre aus dem Kreislauf der Jahreszeiten geworden, wenn du nicht gewesen wärst, Fuchs? Ja. Keine Sorge. Die Knospe ist nicht verschwunden. In dieser Welt nimmt nie wirklich etwas einen Anfang oder ein Ende. Wenn du weißt, wo du suchen musst und die Ohren spitzt, kannst du ihre Stimme immer noch hören. Können wir zum Ausgleich etwas für dich tun? Ja, dein Körper wahrscheinlich. Ich verstehe. Aber das ist nicht möglich. Was? So sehr wir dir auch helfen wollen, lieber Fuchs. Auch wir können nicht brechen, was bereits zerbrochen ist. Weine nicht um deinen Fuchs. Wir werden sein Opfer zu würdigen wissen. Okay, wir sind am Ende. Meine Lieben, das war Seasons After Fall. Ja, ich hatte ja schon in den letzten Folgen erwähnt, ich hatte nie damit gerechnet, dass dieses Spiel, als ich es angefangen habe, dass es so lange geht. Ich finde es auch schade, dass ich die anderen drei Erinnerungen nicht mehr gefunden habe, aber ich mit diesen ganzen Rätseln, ich war wirklich langsam durch. Ich wusste auch nicht mehr, wo ich gucken sollte und es war alles nur noch verwirrend. Tratschmani, wie gesagt, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Sie hat es auf jeden Fall let's played und ich denke, dass sie auch alle Erinnerungen gefunden hat. Ja, das Spiel an sich, es war einfach klasse. Die Musik war toll. Die ganze Art, wie die Jahreszeiten gewechselt haben. Der kleine Fuchs, das mit dem Bellen und dann das mit diesem Geisterfuchs. Und ich fand, es war auch sehr schön synchronisiert. Die Stimme der Knospe war einwandfrei. Also es war super. Die Rätsel waren teilweise echt so, ich würde es jetzt nicht sagen schwer, aber ich würde sagen so logisch schon wieder, dass man gar nicht drauf kommt.
Es ist ja meistens so, man sagt ja, dass zum Beispiel Kinder werden wahrscheinlich eher darauf gekommen als wir Erwachsenen, weil wir Erwachsenen ja schon wieder zu speziell, sag ich mal, denken. Kinder nehmen das so, wie es sind und die denken, versteht ihr, was ich meine? Ja, an sich, es war ein super tolles Spiel. Es hat mir sehr gefallen. Es hat mir wirklich sehr gefallen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, 10 oder 15 Euro kostet das nur. Es war richtig schön. Den Sinn dahinter habe ich jetzt nur so teilweise verstanden. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich die anderen drei Erinnerungen nicht gefunden habe. Es ging halt um die Knospe und die wollte halt irgendwie, ja, der war halt langweilig und die musste zu lange warten und hat deswegen gedacht, sie könnte das mit den Jahreszeiten eher vorantreiben, indem sie die selber sammelt und ein Tier halt hereinlockt in den Wald. So, und sie hat dafür gesorgt, dass die Hüter schlafen, so konnte der Fuchs in den Wald gelangen. Und dann hat sie aber gemerkt, dass das mit den Jahreszeiten irgendwie nicht klappt, weil sie braucht ja nicht nur die Jahreszeiten für diesen Wandel, sondern sie braucht auch die Hüter. Ja, und dann hat sie sich ja zurückgezogen, die Hüter sind erwacht durch dieses Zurückziehen und wir haben ihr die Jahreszeiten wieder geklaut, weil wir die auch brauchten und wir mussten die Altare fertig machen und die Steine, die Windsteine, weil das alles ein Gleichgewicht der Natur ist und nur mit der Hilfe der Hüter und all diesem ganzen Zeug konnte dieser Wandel der Knospe vonstatten gehen. Ja, das ist jetzt so, wie ich das jetzt verstanden habe, eigentlich eine super süße Geschichte. Ich fand es richtig niedlich gemacht. Also zu vergleichen wie hier Ori and the Blind, Forest. So heißt das Spiel, glaube ich. Was ich ja auch mal alles gespielt hatte. Ich hatte es ja abgebrochen, ist auch wieder vom Kanal gelöscht, weil ich da vielleicht irgendwann nochmal von vorne anfangen werde. Ich weiß es nicht, aber das ist auch so ein Spiel, wo man sich denkt, ja, es ist alles sehr schön, 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 schön und dann rastet man irgendwann aus und schmeißt den Controller an die Ecke. Nee. Okay, wie gesagt, ein wunderschönes Spiel. Ich bin begeistert. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage, ja. Ciao. Ah, da sind die Erinnerungen, ja. Drei Stück nicht. Du könntest all deine Träume wahr werden lassen. Du hast doch Träume, oder? Könnte man sie jetzt noch finden? Wahrscheinlich. Naja, ich bin fertig. Ich suche definitiv nicht die anderen Erinnerungen. Verzeiht mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.